Und auch heute begrüße ich euch herzlich wieder zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute habe ich mir ein Replay schicken lassen, beziehungsweise geschickt bekommen von Psych2K17. Ja, den hatten wir wohl, glaube ich, schon mal die Woche. Egal, denn es kommt nicht auf den Spieler an, sondern auf den Panzer. Und ganz ehrlich, ich spoilere euch, wir sehen in der Runde eine 10K-Runde mit dem WZ111-5A. Ja, und sowas lasse ich mir natürlich nicht durch die Finger laufen. Wenn ich schon so einen Damage-Brocken habe, dann will ich mir den natürlich auch ansehen. Also, dann gucken wir jetzt mal, wie der Psych das Ganze hier so fährt. Und wenn ihr euch wundert, warum jemand zweimal dran kommt in einer Woche, ist eigentlich recht simpel. Ich achte nie auf Spielernamen. Ist mir auch eigentlich egal. Es geht nämlich nicht um den Spieler, sondern um das Replay bzw. um den Panzer. Und da konnte ich einfach nicht drumherum. Ist einfach so. So, er hat hier schon auf Premium geladen. Es wird eine sehr Premium-lastige Runde. Das kann ich euch schon mal verraten. Am Ende geht er auch mit 32k minus raus. Aber wie gesagt, der Damage, der hat mich gebaitet. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Und wer sich wundert, warum meine Stimme so ein bisschen merkwürdig ist. Ja, ich kränkel ein wenig. Ich habe die schlimme Männergrippe. Also es kann sein, dass das natürlich die letzten Replays meiner YouTube-Karriere sind. Nur, dass ihr das schon mal wisst. So, Conqueror bekommt schon mal die ersten 400 Schaden in der Runde. Übrigens ein sehr geiler Panzer. Darf ich auch mal eigen nennen. Wirklich richtig, richtig nice. Und jetzt pushen aber die Gegner hier schon geschlossen. Sein Mate ist auch der Dreier-Platoon. Also die können hier alle zusammen. Er kann da jetzt nicht wirklich unterstützen, denn erstmal muss er da aufpassen, dass da drüben eher nicht seitlich beschossen wird. So, aber jetzt wird hier der eine gefokust. Leider zu spät, als dass er sein Objekt 260 noch hätte retten können. Aber auf jeden Fall mal diesen ersten Vorstoß ein bisschen zurückgenommen. Ah, den RV da knapp verpasst. Wenn ihr übrigens mal ein Husten oder mal ein Schnaufen hört, ich versuche es natürlich so gut es geht zu unterdrücken, aber es kann einfach einmal vorkommen. Seht es mir bitte nach. Dafür habe ich jetzt diese unglaublich sexy nasale Stimme. So. 2500 oder 2800 Damage hat er schon auf der Uhr. Jetzt will er aber den Conqueror da nochmal beschießen, um seine 3K voll zu machen. So, jetzt wackelt er hier viel. Aber der Conqueror hat sich da jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber er wiederum auch sofort die Revanche. Und jetzt ist der Conqueror mit dem nächsten Schuss nämlich fällig. Und da hat er es auch schon erledigt. Und jetzt kann er seinem Mate nämlich perfekt helfen, weil der RV da jetzt plötzlich alleine steht. Das heißt, ran an Mann. Und einen verpasst. Lädt da jetzt auch auf Normalmunition wieder um. Denn seitlich nicht so das Thema, auch beziehungsweise der FV selber ist jetzt nicht das Panzerungsmonster. 3:7 steht es allerdings, 4:7 für den Gegner. So, jetzt vielleicht einmal Richtung T34, also auf die andere Seite hoch, der kommt da schon rum. Sehr schön gemacht. Er kam hoch, direkt die Begrüßungsbatschen verpasst. T34, da jetzt nochmal einer und jetzt kommt der andere da rum, aber der, glaube ich, er zieht doch wieder zurück. Der denkt sich, nee, vielleicht ein bisschen zu riskant. Naja, noch hat er hier keinen großen Druck. Die T34 drücken da nicht massiv rum. So, den ersten weggemacht. 5:10. Also der Gegner ist hier wirklich am Drücker. Hinten jetzt auch noch ein Rheinmetall. Den bekommt er da. Ah, schade. Eigentlich gut ins Fadenkreuz, hat aber da leider noch auf das Wrack geschossen. Und der geht auch daneben. Also die letzten beiden Schüsse nicht perfekt geaimt, muss man sagen. Aber jetzt den T34 seitlich da am Helm erwischt.
Oh, sehr schön. Sein Mate hat den Rheinmetall beschossen und direkt angezündet. So konnte der den auch rausnehmen. Ja, der WZ, der hat mal ganz schnelles Spiel gehabt. Auto-Aim und weg damit. Jetzt von hinten da der Pilot und auch der 4190, aber auch der hat sofort seine Schelle bekommen. Und das Schöne ist, die sind alle recht low. Das heißt, die kann er eigentlich alle ganz gut wegfrühstücken. Der Gegner cappt aber auch. Der E1 ist natürlich ekelhaft, dass der noch so voll ist. Auch der T49, der wartet halt so drauf, dass er hier rumkommt und dementsprechend weg ist. So, der E1 probiert jetzt sein Glück. Aber irgendwie hat er da das nicht so clever angestellt. Jetzt flippt er sich auch noch halb. Also, der E1, der war so ein bisschen, ja, blöd, würde ich mal sagen. Jetzt muss er aufpassen mit seinem FV, dass sie sich jetzt nicht zu ins Gehege kommt. Vielleicht sogar eher vorfahren, weil er ist noch der Vollere. Ja, der Revolo Gisère auf jeden Fall schon mal weg. Der T25 Pilot, der hat es jetzt schlecht gemacht aus Gegnersicht, denn der will jetzt die cappen, hat aber hier die beiden nicht weggeholt. Ob das so smart war, weiß ich nicht. 8400 Schaden hat er auf jeden Fall schon. Schade, dass er da den Skorpion nicht getroffen hat. Das hätte der Killshot eigentlich sein müssen. Ja, jetzt nicht hier aus dem Dritt bringen lassen. 7 Kills hat er. Der nächste ist dann Radley Walters. Den will man natürlich mitnehmen. So, und jetzt nimmt er hier seine Munition, auch wenn es teuer ist. Aber um hier ein bisschen seinen Schutz vom Skorpion wegzuschießen. Und das hat er wohl auch gesehen, deswegen denkt er sich, nee, das mache ich jetzt noch nicht mit. Da haue ich mir lieber ab. So, und jetzt ist er alleine gegen 4, denn der Pilot hat auch noch sein IS-3 rausgenommen. Und jetzt verschießt er gegen den T49 hier im Nahkampf. Das hat der T49 jetzt clever gemacht. Die nächste HE-Granate, aber die sitzt diesmal. So, und jetzt kommt der T55E1, aber sie haben jetzt natürlich seitlich beide Positionen. Das macht er jetzt super. Sehr schön gemacht. Super Aktion. Die den T55E1 gar nicht erst rumkommen lassen, dass er auf ihn schießt, sondern direkt auf den Kopf gestellt und da jetzt rausgenommen. Sehr schön gemacht. 9. Kill. Nächster ist schon die Pool. Aber der Kill war wirklich besonders toll, weil er einfach Übersicht und Köpfchen bewiesen hat dabei. Und der T25 Pilot, der wollte wohl noch wegfahren. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er jetzt ein One-on-One draus gemacht. 10 Kills, Pool ist da. Aber ein Kill ist theoretisch noch möglich. Und zwar der Skorpion. Ja, aus der Fahrt heraus nicht so ganz geklappt, der Schuss. Wenn er den jetzt noch macht, das sind seine 10k Damage. Und da ich euch schon gespoilert habe, wie viel Damage er macht, glaube ich, wissen wir alle, was mit dem Skorpion jetzt passiert. So, der Skorpion ist on the run. Der will da nicht gegen den spielen. So, der ging nochmal daneben. Aber mit dem nächsten. Da hat jetzt alle Zeit der Welt, kann in Ruhe einmähen. Und ja, da macht das dann auch ganz entspannt. Er hätte nicht so viel Premium gebraucht, aber er hat halt nur so viel Premium dabei gehabt, beziehungsweise normale Granaten. Aber trotzdem eine wahnsinnig geile Runde. 10.000 Schaden in 9 Minuten und 5 Sekunden. Ich glaube, das kann man definitiv lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.